Ich rufe auf den Punkt 54 unserer Tagesordnung, Antrag der Fraktion der SPD. Treffen eine Aktuelle Stunde. 2 Millionen ehrenamtliche Tätige verdienen Respekt und Anerkennung. 1967/74. Das Wort hat der Kollege Günter Rudolph, SPD. Kannst ja rausgehen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bis zum 28. Oktober werden wir vom Herrn Ministerpräsidenten erleben, dass es immer wieder neue interessante Vorschläge gibt. Das ist die freundliche Formulierung. Ich könnte auch sagen, krude Vorschläge. Der eine war, wir wollen den Tag der Demokratie einführen, nicht einen feierlichen Tag der Demokratie. Na ja, das Verhalten in der Öffentlichkeit und von vielen war übersichtlich, ob man deswegen die Wahlbeteiligung steigert, wenn man das an einem Mittwoch macht, wo Sonntag auch ein Feiertag ist, arbeitsfrei ist. Jetzt ein weiterer Vorschlag war, für die Besitzer von 15.000 Ehrenamtskarten kostenlos die sogenannte Landesticket zur Verfügung zu stellen. Für die, die es nicht wissen, auch für die Zuhörer, Ehrenamtsticket besitzen in Hessen 15.000 Personen. Das bekommen Sie, ein bestimmtes Verfahren, wenn Sie mindestens 5 Stunden die Woche ehrenamtlich tätig sind. Dieses Ehrenamtsticket, diese 15.000 Personen, sollen kostenlos den ÖPNV nutzen. Das, meine Damen und Herren, klingt bei der ersten oberflächlichen Betrachtung, so ist es ja auch angelegt, gut. Kann man eigentlich nicht dagegen sein. Wenn man sich etwas näher mit dem Thema auseinandersetzt, kommt man zu der Erkenntnis, dass es in Hessen 2 Millionen ehrenamtlich Tätige gibt, die unterschiedlich arbeiten, auch von der zeitlichen Beanspruchung. Ich will nur auf 75.000 Feuerwehrfrauen und Männer hinweisen. Ich will nur auf 75.000 Menschen in der Jugendarbeit hinweisen. Ich will nur auf über 130.000 Menschen in Sportvereinen hinweisen. Was macht der Übungsleiter, der sich beispielsweise um Flüchtlingskinder kümmert? Fährt sie zum Training, fährt sie zum Spiel? Das sind locker mehr als 5 Stunden. Was sage ich der Dame im Hospizverein, die sich um Todkranke kümmert, den Mitarbeitern in der Tafel, den Mitarbeitern bei den Maltesern, beim Deutschen Roten Kreuz? Ich könnte die Liste der ehrenamtlich Tätigen weiter fortführen. Die haben nicht die formalisierte Ehrenamtskarte, aber die Jugendleiterkarte. Da gibt es 7.500 überwiegend jüngere Menschen, die die Jugendleiterkarte besitzen. Dafür muss man sich anmelden. In 40 Stunden muss man sie erwerben, auch ein formalisiertes Verfahren. Die sollen die sogenannte Landesticket nicht bekommen. Warum eigentlich nicht, Herr nicht anwesender Ministerpräsident? Warum bekommen 7.500 Menschen, die die Jugendleiterkarte besitzen, nicht dieses Angebot, die ÖPNV kostenlos sind? Warum? Warum greifen Sie eine Personengruppe sich aus? Warum? Wie bitte? Ist noch gar nicht entschieden. Kommt nächste Woche der Vorschlag. Gestern war der Hessische Jugendring hier im Landtag. Der eine oder andere Kollege war da. Wir haben auch gesprochen. Sie waren, ich sagte, der eine oder andere Kollege, ich habe ja keinen ausgegrenzt. Sie waren da, wir waren da. Was betrifft der Jugendring? Der Jugendring sagt, wir müssen uns um politische Arbeit kümmern. Aber ein Thema war natürlich, wie stehen Sie zu dem Vorschlag Ehrenamtskarte? Ich sagte, wenn, dann bitte für alle ehrenamtlichen Tätigen und keine Ausgrenzung. Und deswegen ist der Ansatz falsch. Wir brauchen kein Ehrenamt erster, zweiter und dritter Klasse. Wir haben doch gemeinsam das Problem in der Gesellschaft, der Kitt. Oft sagen wir doch, und da ist ja auch was dran, was hält die Gesellschaft zusammen? Ehrenamt ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Ja, deswegen unterstützen Sie, und deswegen verändert sich auch das Ehrenamt nicht. Und deswegen ist ja ein Hochtaunuskreis in Neuansbach die Welt beim Ehrenamt in Ordnung, und Sie machen als Landesregierung alles toll. Meine Damen und Herren, wir erleben gerade im ländlichen Beritt eine Veränderung der Strukturen für ehrenamtlich Tätige. Zwischen 2006 und 2016, lesen Sie sich die Untersuchungen des Stifterverbandes in Berlin an, wurden 15.500 Vereine aufgelöst. Gerade im ländlichen Raum erleben wir, wie ehrenamtliches Engagement und Strukturen kaputt gehen, weil Vereine sich auflösen. Und darauf müssen wir eine Antwort finden, weil das Teil genau des Lebens in der Fläche ist. Und deswegen, wie kann ich ehrenamtlich Tätige unterstützen? Den Appell hätte ich mir übrigens des Ministerpräsidenten mal gewünscht. Da ist die materielle Seite eine, über die man reden muss. Aber es gibt auch viele Dinge, wo Ehrenamtliche sagen, ich verzweifle am Ehrenamt. Da ist die Steuergeschichte. Fragen Sie doch einmal einen Vereinskassierer, wenn die mal 2 Feste im Jahr machen. Dann verdienen Sie vielleicht auch 1 Euro, was Sie dringend brauchen zur Finanzierung der Arbeit. Das Steueramt lässt grüßen. Wir reden als Politiker. Steuerrecht ist Bundesrecht. Haben wir Gott sei Dank nichts mit zu tun, würde der Innenminister jetzt sagen, weil wir das vorhin ja auch hatten. Finanzminister hat ein bisschen was zu tun. Man könnte aber über Bundesrat sagen. Ernsthaft, Steuerrecht ein dickes, fettes Problem für Vereine. Auflagen für Vereinsfeste.
da ist ja fast nichts mehr durchzuführen, weil die Vereine verzweifeln. Und darum müssen wir uns kümmern. Ein Vorschlag wäre auch, Ehrenamt zu entlasten, meine Damen und Herren, Ehrenamt zu entlasten, Stichwort Digitalisierung, dass man nicht mehr zur Vereinssitzung zusammenkommen muss, sondern das digital machen kann. Aber da wäre Breitbandausbau ein Thema, was flächendeckend da sein muss. Und deswegen, meine Damen und Herren, wer Ehrenamt stärken will, weil wir Ehrenamt in der Gesellschaft brauchen, weil die Demokratie vom Ehrenamt lebt, der muss die Rahmenbedingungen verändern. Aber sich eine Gruppe rausgreifen, weil in ein paar Tagen Landtagswahl ist, ist der falsche Ansatz. Kein Ehrenamt erster, zweiter und dritter Klasse. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Manfred Benz, CDU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Werter Kollege Rudolph, Sie haben es mal wieder geschafft, sämtliche Probleme dieser Welt zu beschreiben, nur in Negativismen zu reden und das sage ich jetzt einfach auch mal gleich zu Beginn meiner Rede, obwohl ich es ja eigentlich sehr nett und höflich formulieren wollte. Sie haben mal wieder keinen einzigen Vorschlag gemacht. Da hat der Kollege Bellino ja recht. Keinen einzigen Vorschlag gemacht, wie man es denn mal besser machen könnte. Ja? Alles beschrieben, was schlimm ist, was furchtbar ist. Dabei sollte uns doch einen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Kollegen von den Sozialdemokraten, dass wir alle das Ehrenamt hochhalten, dass es der Kitt der Gesellschaft ist, dass es natürlich die tragende Säule unserer Gesellschaft ist und wir dafür dankbar sind. Und, meine Damen und Herren, deswegen sind wir Abgeordnete ja auch jeden Tag unterwegs bei den Vereinen, Verbänden, bei den Freiwilligen. Doch alle. Ich glaube alle, Herr Rudolph. Ich glaube sogar, dass Sie zu den Vereinen gehen und dort mithelfen. Also von daher, seien Sie mir nicht böse. Diese Rede, das war nun wirklich total an der Sache vorbei. Ich will Ihnen nur ein paar Beispiele nennen, weil der Kollege Dr. Arnold ja zu Recht gesagt hat, alles das, was Sie hier bemängelt und kritisiert haben, das machen wir ja. Wir machen das seit Jahren, seit 5 Jahren mit den Grünen und davor mit der FDP und davor alleine. Wir tun das. Die Kampagne gemeinsam aktiv Bürgerengagement in Hessen machen wir. Wir haben eine bundesweite einzige und erste Landesehrenamtsagentur. Das machen wir. Es gibt eine Servicestelle für Kommunen, Verbände, Vereine, aber auch für Einzelpersonen, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir haben ein Förderprogramm zur Qualifizierung des bürgerlichen Engagements im sozialen Bereich, die Vernetzung von Vereinen, Verbänden und, meine Damen und Herren, den Wegweiser Ehrenamt und Flüchtlinge. Und hier will ich auch sagen, ohne die vielen ehrenamtlich Tätigen in Hessen hätten wir die Flüchtlingskrise nicht so gut bewältigen können. Und deswegen danke dafür. Danke an alle Ehrenamtlichen. Und wenn der Ministerpräsident einen Vorschlag macht, der gut ist, der wegweisend ist und sagt, ja, wir wollen, dass das Ehrenamt Verfassungsrang bekommt, und ich danke dem Kollegen Banzer für seine Arbeit, und dem Kollegen Heinz und vielen anderen aus den anderen Fraktionen auch für diese gute Arbeit, dann ist es doch wohl legitim, dass wir im Gegensatz zu den Sozialdemokraten, die sämtliche Probleme dieser Welt beschreiben, einfach einmal einen konkreten Vorschlag machen. Und den haben wir gemacht, und dazu stehen wir. Und deswegen wollen wir, dass hier diejenigen, die das Ehrenamtticket haben, dass sie sozusagen auch das dann nutzen können. Und hier geht es um rund 15.000 Menschen. Und es ist ein erster Vorstoß, und den haben wir getan. Und deswegen, lieber Herr Rudolph, mitnichten kann man hier von einem Zweiklassen-Ehrenamt reden. Und wenn Sie sagen, Herr Rudolph, das wäre ja mal wieder so eine oberflächliche Betrachtung von der Regierung oder von der Sie tragenden Fraktion, dann will ich Ihnen einfach noch einmal entgegenhalten, das, was Kollege Boddenberg gestern auch zu Recht gesagt hat. Die SPD im Landtag stellt sich hin, fordert so ziemlich jedes und alles nach dem Motto Freibier für jeden,
4 Milliarden, ich sage es noch einmal, 4.000 Millionen, nicht 400 Millionen, 4.000 Millionen fordern Sie, aber Deckung gleich null. Sie versprechen jedem alles, und die Menschen in Hessen werden das durchschauen. Und deswegen werden Sie sich dafür entscheiden, für eine solide Politik. Und solide Politik in Hessen heißt CDU. Und deswegen herzlichen Dank, dass Sie uns heute Gelegenheit gegeben haben, diesen Punkt aufzunehmen. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Goldbach, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Thema dieser Aktuellen Stunde ist ein Remake. Ein Remake eines SPD-Beitrags aus der August-Sitzung. Das kann man auf der Homepage der SPD nachlesen. Was daran aktuell ist, erschließt sich mir jetzt nicht unmittelbar. Auch nicht klar wurde mir, wo eigentlich das Problem der SPD liegt. Es gibt eine Idee, wie man die Arbeit der Ehrenamtlichen noch mehr anerkennen kann. Die Ehrenamtscard als Kriterium oder Maßstab ist ein Aspekt, woran man das festmachen kann. Aber es kann auch einer von vielen sein. Das können wir noch miteinander beraten, das werden wir weiterentwickeln. Und wer mitwacht, kann mit uns zu guten Lösungen kommen. Ehrenamt braucht Anerkennung, und zwar gerade heute, wo wir oft erleben, dass Kälte, Hass, Häme und Neid unser gesellschaftspolitisches Klima verändern. Und der SPD-Antrag erzeugt eine Neiddebatte. Und ich glaube, Neiddebatten können wir gar nicht gebrauchen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Antrag der SPD auch nicht so gemeint ist, dass Sie etwas gegen mehr Landestickets hätten, also gegen mehr öffentlichen Nahverkehr und gegen mehr Klimaschutz. Das fordern Sie hier doch immer. Also sollten Sie eigentlich da ganz bei uns sein. Also was ist denn jetzt eigentlich? Was wollen Sie? Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, um zum Thema Ehrenamt mal einen anderen Aspekt aufzugreifen, nämlich die Frage, haben wir eigentlich eine Gleichstellung im Ehrenamt? Es gibt dazu ausführliche Zahlen vom Bundesamt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und die stellen fest, dass die Anteile ehrenamtlich Engagierter in der Altersgruppe mittleres Alter, also von 25 bis 54, etwa gleich sind. Frauen und Männer engagieren sich gleich viel ehrenamtlich in dieser Gesellschaft. Aber sie engagieren sich in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Frauen häufiger in den Bereichen Religion, Kirche, Schule, Kindergarten, im Gesundheitsbereich, im sozialen Bereich, während Männer vor allem Aufgaben übernehmen im Bereich Sport, Bewegung, Politik und politische Interessensvertretung, außerdem im Unfall- und Rettungswesen und in der Freiwilligen Feuerwehr. Frauen organisieren Veranstaltungen, Feste, betreuen Kinder, kümmern sich um kranke Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen. Ich weiß nicht, wie viele Kuchen ich für Kindergarten und Schule schon gebacken habe. In den Grundschulen hatten wir Lesemamas. Das habe ich auch gemacht. Und es war mir einfach eine große Freude, mich nicht nur um meine Kinder, sondern auch um die Kinder aus anderen Familien zu kümmern. Und wissen Sie, was das Schönste in dieser ganzen Zeit war? Als mein kleines Mädchen vor mir stand und sagte, Frau Goldbach, kannst du immer meine Lehrerin sein? Was ich damit sagen will, ist, dass es zuerst einmal zutiefst befriedigend ist und große Freude macht, sich zu kümmern, ehrenamtlich tätig zu sein, sich nicht nur im kleinen Bereich zu bewegen, sondern rauszugehen in die Gesellschaft und mit Freude und Spaß teilzunehmen am öffentlichen Leben, sich um andere zu kümmern. Das ist doch der Kern des Ehrenamtes. Die Rollenbilder von Frauen und Männern haben sich in den letzten Jahrzehnten schon geändert, aber die Verteilung der Formen von gesellschaftlich notwendiger Arbeit ist immer noch sehr unterschiedlich. Geschlechtergleichstellung ist noch nicht umfassend erreicht, denn die Aufgaben in der Familie werden immer noch einer traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung unterworfen und mehrheitlich von Frauen übernommen. Das wiederum wirkt sich direkt auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus. Und das wiederum ist ein Grund dafür, warum Frauen sich nicht in gleichem Maße
um solche Ämter, wie Männer sie oft ausüben, kümmern können. Männer haben nämlich signifikant höhere Anteile im ehrenamtlichen Bereich in Führungspositionen. Also gerade bei der Feuerwehr, beim THW, da, wo sie zu bestimmten Zeiten mit einer bestimmten Stundenanzahl tätig sein müssen und wo es auch um Führungs- und Leitungsfunktionen geht, sind Frauen noch unterrepräsentiert. Und, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, daran müssen wir arbeiten. Wir brauchen auch im Bereich Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement eine Gleichstellung von Männern und Frauen, und das vor allem dadurch, dass wir es den Frauen ermöglichen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir in Zukunft mehr Männer in den Kindergärten und Schulen sehen, beim Kinderbetreuen, beim Kuchenbacken. Denn das ist für uns alle eine Bereicherung. Ich glaube, wir werden alle davon profitieren. Die Wertschätzung für das Ehrenamt in dieser Gesellschaft kann nicht groß genug sein, egal was Sie machen. Ein Teil davon ist die Ehrenamtscard, ein weiterer ist der Vorschlag, das Ehrenamt, die Förderung des Ehrenamts in die Verfassung aufzunehmen. Und noch ein weiterer Kollegin Goldbach, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ein Landesticket dafür auszugeben. Das lässt sich alles weiterentwickeln. Aber das Wichtigste ist, immer wieder festzustellen, dass das bürgerschaftliche Engagement unser Gemeinwesen trägt. Das ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und jeder Beitrag ist wertvoll, egal wie groß oder klein er ist. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, 2 Millionen ehrenamtlich tätige Menschen in Hessen verdienen unser aller Respekt und Anerkennung. Unser Dank und unsere Anerkennung gelten den unzähligen Menschen, die sich in Vereinen, Verbänden, Initiativen ehrenamtlich für das Gemeinwohl und das Gemeinwesen engagieren. Und da wir vorhin ja auch schon über die Pluralität in unserer Gesellschaft gesprochen haben, finde ich es auch wichtig, noch einmal zu betonen, dass die Pluralität auch im ehrenamtlichen Engagement da ist, dass dieses groß und vielfältig sein kann. Das reicht von Sportvereinen, Freiwilliger Feuerwehr, aber auch zu Sozialverbänden, Gewerkschaften, Eine-Welt-Läden, Umweltgruppen, Flüchtlingshelfern und ja, bis hin zu antifaschistischen Initiativen und Bildungsarbeit. Ihnen allen, und ich sage ausdrücklich allen, gehört unser Dank und unsere Anerkennung. Aber beim Thema Ehrenamt gibt es auch eine andere Seite. Seit Jahren zieht sich der Staat aus der öffentlichen Daseinsvorsorge zurück und überträgt Aufgaben dem Ehrenamt. Ich finde, das zunehmende und natürlich auch unterstützenswerte ehrenamtliche Engagement darf nicht dazu missbraucht werden, öffentliche Aufgaben auf die Schultern der Ehrenamtlichen abzuwälzen. Auch das haben Sie nicht verdient. Und nun fürchtet die SPD die Einführung eines Ehrenamts erster und zweiter Klasse durch die CDU. Und wo der Begriff Klasse schon fällt, ich finde es ja ganz gut, dass die SPD den Klassenbegriff sich wieder aneignen will. Der ist Ihnen ja einmal verloren gegangen. Ich glaube, er ist jetzt an der Stelle nicht richtig angewendet. Aber ich will einmal sagen, zur Vollständigkeit gehört, es gibt diesen Klassencharakter im Ehrenamt. Natürlich jetzt nicht in dem Sinne, wie ich das verstehen würde. Denn es braucht gar keine nähere Auseinandersetzung, um festzustellen, dass es 2 Millionen ehrenamtlich Tätige im Lande Hessen gibt. Das sagt ja auch die CDU in ihrer Presseerklärung. Deswegen ist es auch wichtig, auf diese Zahlen hinzuweisen. Und jetzt noch einmal, was meinen Sie, wie viele davon besitzen eine Ehrenamtscard, die unter Roland Koch eingeführt wurde? Und diese Zahlen haben übrigens auch nichts mit einer Neiddebatte zu tun. Man muss sich doch die Zahlen anschauen. Wenn man auf die Homepage dieser Ehrenamtscard guckt, dann bekommen lediglich 15.000 ehrenamtliche Hessinnen und Hessen eine solche Karte. Bei 2 Millionen Ehrenamtlichen und 15.000 Karten kann demnach 0,75% aller ehrenamtlich Tätigen von dieser Karte profitieren, oder jeder 131. Wie auch immer Sie das rechnen möchten. Und damit ist völlig klar, diese Ehrenamtscard, die schafft tatsächlich Ehrenamt erster und zweiter Klasse und ist
Abdruck eines Klassencharakters im Ehrenamt, um das einmal so zu formulieren. Wer kann denn die Hessen-Card überhaupt bekommen? Man muss sich mindestens 5 Stunden die Woche freiwillig ehrenamtlich engagieren. Man muss es bei der Stadt, beim Landkreis beantragen. Es gibt zahlreiche zusätzliche Kriterien, und viele ehrenamtlich Tätige fallen daraus. Vergünstigungen müssen zum Teil von den Kommunen getragen werden, die dann wieder davon abhängen, ob sie überhaupt die finanziellen Mittel haben, um diese Vergünstigungen dann zu gewährleisten. Deswegen ist völlig klar, diese Ehrenamtscard, die erreicht bisher nur einen Bruchteil der Ehrenamtlichen in Hessen. Und ich glaube, der Vorstoß des hessischen Ministerpräsidenten und CDU-Spitzenkandidaten Volker Bouffier war leider weniger ein Vorstoß, der geeignet ist, zum Zusammenhalt der Gesellschaft beizutragen, als der bescheidene Versuch, ein wenig erfolgreiches Modell zu retten. Und zur Unterstützung aller ehrenamtlichen Tätigen scheint das Ehrenamtskartenmodell nicht geeignet. Das müssen Sie doch eingestehen. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, natürlich begrüßen wir es ausdrücklich, wenn weitere Personen hessenweit kostenlos oder kostengünstig Bus und Bahn fahren können. Der öffentliche Nahverkehr, der gehört aus sozialen und ökologischen Gründen massiv gefördert. Und würden alle 2 Millionen Ehrenamtliche in den Genuss eines solchen Tickets kämen, das ist ja die Zahl, ja, dann wären wir ja schon fast bei unserem Vorschlag eines Nulltarifs. Das ist die Richtung, in die es gehen muss, Herr Pentz. Das ist die Richtung, in die es gehen muss. Zum Schluss. Das Hessenticket für Ehrenamtliche hatten wir ja leider schon in der letzten Woche diskutiert. Ich hatte gehofft, die CDU würde die heutige Aktuelle Stunde nutzen, um einen anderen Vorschlag ihres Spitzenkandidaten zur Landtagswahl hier im Landtag zur Diskussion zu stellen, die Einführung nämlich eines Feier- und Festtags der Demokratie. Volker Bouffier hatte die Idee, die Landtagswahl auf einen Mittwoch zu legen und diesen dann zum Feiertag zu erklären. Dieser Vorschlag überzeugt nicht. Wir hätten einen anderen Vorschlag. Wer wirklich einen Feiertag zum Festtag der Demokratie haben möchte, der sollte den 1. Dezember, den Tag unserer Hessischen Landesverfassung, die in einer Volksabstimmung demokratisch von den Menschen beschlossen wurde, die weitgehende sozialstaatliche und friedenspolitische Bestimmungen hält, wer wirklich einen Feiertag der Demokratie will, der sollte den 1. Dezember zu einem staatlichen Feiertag in Hessen machen, um unsere sozialstaatliche Landesverfassung zu würdigen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Müller, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Tat hätte ich jetzt eher auf den 1. Mai gesetzt, wenn so ein Vorschlag von der Fraktion der LINKEN kommt. Aber die Verfassung wäre bei uns auch höher im Rennen als der Vorschlag des Ministerpräsidenten, einen Mittwoch zu wählen. Meine Damen und Herren, das Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft. Das haben eigentlich alle Fraktionen gesagt, und da sind wir uns, glaube ich, einig. Und gerade deswegen, glaube ich, ist der Vorschlag des Ministerpräsidenten und der CDU, dieses Ticket einzuführen, nicht an der richtigen Stelle gemacht worden. Wenn wir uns einig sind, dass Ehrenamt so wichtig ist, dann sollten wir nicht versuchen, damit Wahlkampf zu betreiben. Und der Zeitpunkt, zu dem dieser Vorschlag gemacht wurde, ist eindeutig im Zusammenhang mit dem Wahlprogramm und mit der Wahl zu bringen. Und das ist schade. Genauso schade ist, dass sowohl vor 3 Wochen, als wir es hier diskutiert haben, als auch heute Herr Pentz versuchen, das Thema Ehrenamt in der Verfassung für die CDU zu reklamieren. Das muss doch nicht sein. Wir haben hier gemeinsam einen Einsetzungsbeschluss gefasst. Wir haben hier gemeinsam einen Einsetzungsbeschluss gefasst. Und dann wünsche ich mir, dass wir das dann auch lassen. Und wenn wir solche Vorschläge machen im Rahmen des Wahlkampfs oder wenn die CDU solche Vorschläge macht und Herrn Bouffier, dann würde ich das besser durchdenken. Wenn ich nämlich sage, wir machen das nur für diejenigen, die die Ehrenamtskarte haben, dann kriegen 15.000 Menschen dieses Ticket von 2 Millionen. Was heißt das denn für die 1,985 Millionen Ehrenamtler, die es nicht kriegen? Heißt das, dass sie es nicht wert sind? Heißt das, dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit es nicht wert ist, ein Ehrenamtsticket zu bekommen? Das ist doch traurig, wenn man so etwas vorschlägt. Da muss man doch vorher darüber nachdenken, was es für Konsequenzen und für ein Signal auch für alle anderen Ehrenamtler hat. Glauben Sie im Übrigen, dass z.B. Herr Klee den Vorsitz beim WIBRIG 02 deswegen macht, damit er am Ende ein Ehrenamtsticket bekommt?
Glauben Sie, dass irgendein Ehrenamtler etwas macht, um ein solches Ticket zu bekommen, dass das ein Anreiz oder eine Motivation ist? Einfach einmal Danke zu sagen, auch in die Verfassung das Ehrenamt aufzunehmen, ist richtig. Aber ich glaube, wir sollten aufhören, mit solchen kleinen Anreizen das zu machen. Das ist nicht das, was die Ehrenamtler wollen, und das ist auch nicht das, glaube ich, wie wir mit Ihnen hier umgehen sollten. Und deswegen, meine Damen und Herren, ja, wir brauchen da gar nicht, Herr Pentz, nein, hören Sie doch zu. Hören Sie doch einmal, Herr Pentz, zu. Hätten Sie schon einmal dem Kollegen Rudolph zugehört, dann kann ich es Ihnen auch noch einmal erzählen. Schaffen Sie endlich die Erleichterung in der Bürokratie. Seit 19 Jahren sind Sie hier in der Verantwortung. Wir waren auch mit dabei, aber den Innenminister haben wir nicht gestellt, meine Damen und Herren. Und deswegen, nein, aber dann bemühen Sie sich doch einmal, die bürokratischen Vorgaben zu reduzieren für die Vereine, die steuerlichen Vorgaben für die Vereine. Warum macht denn keiner mehr mit in den Vorständen? Weil die Verantwortung, die man da auf sich nimmt, immer größer wird, meine Damen und Herren. Das ist die Praxis. Warum tun Sie denn da nichts? Das sind doch konkrete Kollege ja, und das Kollegen, sind doch die bitte, Vorschläge, die bitte wir lassen Sie den Redner zu. Können Sie doch nicht hierher kommen und sagen, es kommt keine Idee. Herr Rudolph hat angedeutet, wir müssten einmal Digitalisierung machen, wir müssten einmal Breitbandausbau machen, damit die Kommunikation untereinander in den Vorständen einfacher wird. Ja, wo macht ihr es denn? Dann wäre es ja schon irgendwann da. Wir warten seit Jahren. Aber das bestätigt, Herr Pentz, Ihre Aussage. Sie haben eben gesagt, die CDU steht für solide Politik. Ja, das mag sein, aber auch nicht für mehr. Und solide Politik reicht nicht aus, um ein Land voranzubringen, um mal ein bisschen Impulse zu setzen. Und das ist eben genau der Punkt. Solide Politik und seit Jahren das Gleiche erzählen reicht nicht. Es muss auch gehandelt werden, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir sollten uns hier darauf einigen, dass wir in Zukunft nicht mit solchen Vorschlägen, die kleine Teilbereiche unter 1% der Ehrenamtler betreffen, versuchen, große Politik zu machen, sondern dass wir hier immer wieder gemeinsam das klare Signal an die Ehrenamtler setzen, egal ob es die Flüchtlingshelfer sind, egal ob es die Freiwillige Feuerwehr ist, egal ob es die Sportvereine sind oder wer auch immer sich ehrenamtlich engagiert, dass wir als Hessischer Landtag, als Politik, als Parlament ein ganz herzliches Dankeschön sagen und dass wir Ihre Arbeit wertschätzen und honorieren, was Sie dort jeden Tag tun für die Gesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich komme noch einmal kurz auf den Hinweis von Herrn Schäfer-Gümbel vorhin mit der taktischen Aufstellung zurück. Die Frage, was hier sozusagen taktisch gewählt ist, das kann man an dieser Debatte wunderbar sehen. Das ist eine reine parteitaktische Diskussion, die Sie hier angestoßen haben. Das ist sehr, sehr bedrückend und sehr, sehr bedauerlich, weil es um ein wichtiges Thema geht. Meine Damen und Herren, lieber Kollege Müller, 1,95 Millionen Menschen, Sie haben nicht genau, weil die 15.000, das wären ja dann 1,9985 Millionen Menschen. In Ihrer Regierungszeit hat die Ehrenamtscard bereits gegolten. In Ihrer Regierungszeit gab es für Ehrenamtscard-Inhaber 1.600 Vergünstigungen. In Ihrer Regierungszeit wäre Gelegenheit gegeben, sozusagen einen solchen Debattenbeitrag mal intern zu leisten. Aber Sie haben es natürlich nicht gemacht, weil Sie sich um diese Frage kein Stückchen geschert haben. Ich muss Ihnen sagen, ich finde das ein bisschen schamlos, wie hier in dieser Art und Weise diese Debatte geführt wird. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier eine Aktuelle Stunde. Wir haben hier eine Aktuelle Stunde, wo das. Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas leiser. Darf ich jetzt bitte um Ruhe bitten oder die Diskussion draußen fortzusetzen? Und lassen Sie den Herrn Staatsminister weiterreden. Das ist nett, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Wir haben hier, ich wende mich ja sofort den Sozialdemokraten zu, aber es tut mir leid, wenn solche Reden hier geführt werden, dann finde ich, dann muss man da sozusagen auch mal auf den Punkt bringen. Ach, ungehörig ist hier gar nichts. Meine Damen und Herren, die Sozialdemokraten haben hier einen Antrag vorgelegt,
Es geht hier um einen Antrag, wo unterstellt wird, die CDU Hessen wolle ein Ehrenamt erster und zweiter Klasse. Meine Damen und Herren, das ist erkennbar ein konstruierter Vorwurf. Und ich frage Sie, was soll das? Meine Damen und Herren, was soll das? Haben wir denn in unserem Land nicht genug Sorgen damit, dass wir die Ehrenamtlichen gut unterstützen und anständig, dass wir in Zukunft noch viel Ehrenamt haben? Was soll dieser konstruierte Keil, den Sie hier in diesem Plenarsaal dieses Landtages hier treiben, meine Damen und Herren? Bei Fahrzeugübergaben, bei Bescheidübergaben, da sind Sie immer vorne mit dabei und erklären immer die überparteiliche Unterstützung des Ehrenamtes, auch hier im Hessischen Landtag. Da ist es opportun. Was soll es, hier diesen Keil zu treiben? Völlig unnötig, meine Damen und Herren. Ich finde, der Ministerpräsident hat eine gute Idee. Dass wir das herausragende Hessenticket, das ist Ihnen auch nicht eingefallen, das herausragende Hessenticket, dass wir dieses Hessenticket dazu nutzen, um das Ehrenamt in Hessen noch weiter und attraktiver zu machen, meine Damen und Herren. Was ist an dieser Idee sozusagen zu kritisieren? Sondern es ist einfach nur ein Punkt, wo wir sagen, wie können wir es noch attraktiver machen, meine Damen und Herren? Und dass wir darüber reden können, ob da die You-Like-Card-Inhaber noch mit dazukommen, dass wir dies oder jenes. Es ist ein Vorschlag, und es ist sozusagen an der Ehrenamtscard aufgehangen worden. Was ist denn daran schlecht? Die Ehrenamtscard ist von Ihnen hier bisher zumindest immer entsprechend unterstützt worden. Was soll dieser konstruierte Vorwurf, den Sie hier eingebracht haben? Die Hessische Landesregierung hat keinen Nachholbedarf bei der Frage Anerkennungskultur für Ehrenamtliche im Sport, in den Feuerwehren, beim Katastrophenschutz. In allen Bereichen dieser Gesellschaft mühen wir uns darum, Wertschätzung und Anerkennung den Ehrenamtlichen in unserem Land zuteilwerden zu lassen. Das kann man sozusagen an vielen, vielen Stellen tun. Man hätte es auch hier im Hessischen Landtag tun können. Der Antrag der SPD war dazu leider nicht geeignet. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aktuelle Stunde 67:75 zu 19 besprochen und ich 74, bin schon eine weiter, 67:74 aus 19 besprochen.